Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem gegen den Mikado Play 6D. Hallo. Mit dem Satan als LU und dem Sepp als LU. Servus. Hallo. Servus. So, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir hoffen, dass ihr noch alle wisst, was ihr zu tun habt. Und der Countdown läuft ja inzwischen. Wir sind bei 6 angekommen. Das ist die 6. letzte Folge von der Challenge. So, also, haut rein, macht's gut, bis später. Bis später. Kannst du mal aufhören? Nee. Gut. So. Ach ja. Ich glaube, ich könnte mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, einen kleinen Bruder zu haben. Ich habe ja jetzt mittlerweile eine große Schwester, das reicht mir. Das ist manchmal schlimmer wie einen kleinen Bruder, glaube ich. Nee, meine große Schwester ist echt perfekt. Perfekt. Ja, dann. Ja, ich habe mich eigentlich noch nie mit der gestritten, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen kann. Ich habe mich noch nie mit meiner Schwester gestritten, wirklich. Ja, das ist selten. Und vor allem immer, wenn wir irgendwie im Laden waren oder so, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter in den Laden gefahren bin, dann habe ich dann immer, wenn ich dann immer unbedingt einen Joghurt haben wollte, habe ich meiner Schwester einen mitgebracht. Und wenn meine Schwester einkaufen war mit meiner Mutter, hat sie mir einen mitgebracht. Ja, das ist das. Also, das war schon eine echte Geschwisterliebe. So sollte es sein. So sollte es eigentlich wirklich immer sein. Aber ich habe jetzt in meiner Klasse habe ich nur Leute, die sich andauernd über ihre Geschwister beschweren. Also. Ja, ich denke, es ist auch nicht immer so einfach. Ja, das ist schon echt selten, ich muss ehrlich sagen. Ich muss mal kurz zu melden. Jojo. Klopf, klopf. Ja. Können Sie mal gerade nach meinem LKW schauen und den Drescher abtanken? Bei Feld 3. Und genau, also einfach mal danach auch noch ein bisschen schauen. Ich glaube, düngen geht noch nicht. Okay, gut, bin ich da drin gewesen. Ab mal in den LKW rein und okay, danke. So, ich muss die ganzen Bäume hier noch wegkriegen. Das sind so viele. Guck mal, arbeitet der hier eigentlich schon oder bin ich jetzt gerade blind? Warte mal. Aber der ist ja gar nicht. Wo ist denn der jetzt hingefahren? Keine Ahnung. Ah, der bringt die erste Ladung, glaube ich, schon weg. Könnte kein Pfosten jetzt erst einschalten. Habe ich doch. ja, du musst das erst einschalten, muss ich sagen. Das kann mich ärgern. Nein. Was kommt eigentlich so als Nachfolger an der Challenge? Na, das RP. Nach dem RP. Erstmal das RP starten. Aber. Also, wo wir ja gestern mal kurz drüber gesprochen haben, ist ja so ein XL-Farm-Gedöns. Du musst wahrscheinlich sagen, vorgestern, wenn du die Folge rauskommst, oder? Ja, also, wo wir vor kurzem mal drüber gesprochen haben, ist eine XL-Farm. Ja, stimmt, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das angehen. Wir könnten ja das zu einer Challenge umwandeln. Muss ja nicht unbedingt. Herr Meier, haben Sie das Geld bekommen? Challenge sein. Ich finde mal, so ein lockeres LP macht es vielleicht auch ganz gut Laune. Ah, ich glaube. Die Challenge war einer der besten Ideen von dir. Ja. Weil, ja, nicht, weil das jetzt vielleicht am besten ist oder so, weil ich glaube, das RP wird noch besser. Aber dadurch habe ich jetzt erstmal wieder so richtig Spaß an der Welt gefunden. Okay. Weil vorher habe ich das einfach nur immer so gemacht, ich habe mir Mods runtergeladen, habe dann gespielt, habe dann alles gehabt. Konnte nichts mehr machen, fertig.
Ja, das ist dann natürlich ein bisschen öde. Ja. Und vor allem hatte ich keinen Freund, damit wir LS spielen konnte oder wollte. Dann ist es noch ein bisschen öde. Mhm. Wenn ich dann wirklich online gespielt habe, dann war es einfach nur aus so Servern, die ich überhaupt nicht kannte oder so. Hm. Ja, da macht es dann auch nicht so viel Laune. Ja, das hat halt schon irgendwie echt viel Spaß gemacht. Aber die Challenge, wirklich, das war eine sehr gute Idee, das mit mir zu machen. Gut, dass ich nochmal in einen deiner Streams reingekommen bin. Ansonsten hätten wir das, glaube ich, gar nicht angefangen, oder? Nee, es ist halt immer so. Also ich sag mal, auch generell durch die ganze Challenge-Geschichte konnte ich jetzt, was LS19 angeht, eine relativ gute Community aufbauen oder so ein paar Spieler finden, die eben das gleiche Interesse teilen. Und hast du nicht auch in der Zeit auch noch ein paar Abonnenten? Natürlich, Abonnenten auch. Auf Twitch geht's ja richtig durch die Decke. Ja, auf Twitch geht ja jetzt mittlerweile, wie ich auch gesehen habe, mit LS richtig ab hier. Bei Twitch habe ich ja inzwischen die Abonnentenzahl von YouTube deutlich schon überboten. Da bin ich ja schon bei über 170 Abonnenten. Okay. Hä, bei Twitch jetzt? Followern. Nicht Abonnenten. Ja, ist ein Unterschied. Aber da läuft's halt richtig nice. So. Subscriber. Ja. Und natürlich 2 Subscriber auf oder Abonnenten auf Twitch. Mit dem, und zwar einmal den Lieben. Mit HardoPlaysXD und einen Lies. Oh mein Gott, wer ist das denn? Keine Ahnung. Ich wollte gerade was Böses sagen. Aber ich muss mal gerade hier ein bisschen. Er knallt hier. Geld machen. Ich wollte gerade sagen, dass irgendwie so ein Spacken. Wenn du das nicht nett sagst, dann verübe ich es dir nicht. Nee, ich hab's schon gesagt. Aber ich glaube, du hast nicht gehört. Was hast du gesagt? Nix. So. Ich guck mir die Folge an. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Ach komm schon, jetzt habe ich 92% Gras hier noch drin. Komm schon, ich muss da irgendwo schon noch wieder. Irgendwie ist es selbstverständlich, dass das LU bei mir hier über den Hof fährt. Das finde ich nicht so toll. Das können die aber auch nicht machen. Ja, gar nicht. Ich hoffe, die haben jetzt hier alle. Gerhard, ist das der Gerhard Schuh, Gerhard Schuh? Ja. Ja, so. Ich muss mal kurz zum Melo. Guten Tag. Ja, wo liegen die Bäume, Alter? Also auf dem Dach liegt noch einer, da hinten lag noch einer, wo sie gerade hergekommen sind. Wenn ich ihnen sagen muss, wo sie arbeiten müssen, ist es aber nicht so. Ja, das ist hier sind lieber Büsche. Da hinten, da liegt doch einer, das sieht man doch. Hier. Ja, das sehe ich noch. Aber ja. Der buggt irgendwie bei mir. Ja, dann nehmen sie doch den da hinten, ist mir ja wurscht welcher. Aber Zeit ist Geld und auch ihr Geld. Und Geld haben wir nicht, so. Ja, so ist es immer. Ja, wenn sie schlecht arbeiten, kriegen sie auch weniger Geld. Okay. Und die hier gehen wahrscheinlich nicht, weil die noch auf der Straße liegen. Ich zieh die mal alle rein und dann sehen wir ja. Okay. Bitte immer wieder dann nach dem Helfer gucken, danke. Mhm. So. Sepp fährt, will gerade hier wegfahren und dann habe ich ihm so geschrieben, dass hier noch einer liegt. Hat er nochmal komplett umgedreht. Hier. Da hier. Das sah schon echt lustig aus. Ich wollte gerade so wegfahren, macht so eine richtige Steilkurve. Ich weiß ja nicht, was der macht, aber jetzt macht er wieder die falschen Bäume hier. Der liebe Gerhard. Ja. Warte, wer hat dich jetzt mittlerweile noch auf Twitch abonniert? Ein Louis.
Kennst du nicht? Nö. Echt nicht? Der hat noch nie geschrieben oder sowas? Ich erinnere mich zumindest nicht daran. Hm. Sehr seltsam. Ja. Ach nee. Ja doch. Was ist denn gerade so schlimm? Ey, der latscht hier rum. Geht der nicht. Weißt du, der rennt ja nicht mal in-game. Der schleicht. So, hat er hier noch einen Baum gefällt? Nee. Aber ich glaube, ich bin schon ziemlich weit am Ende hier von der Parzelle. Oh ne, doch nicht. Eine Frage. Die letzte Folge, wollen wir die ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer machen? Müssen wir mal gucken. Weil ich wäre dafür, dass wir die entweder ein bisschen länger machen oder halt ein bisschen verkürzt, damit das am Ende nochmal so richtig ruckzuck gehen muss, als wir nochmal irgendwas machen sollen. Ich wäre erstmal froh, wenn der Baum hier jetzt loskommt. Ich geh mal runter. Hier ist auch noch ein Ast. Hat er die Augen im Tomatensaft oder? Komm grad wieder. Ja. Oh, der ist so vom Dach gefallen. So, hoffentlich reicht die Power hier vom. Dann kann ich da jetzt nicht einsteigen. Ach, ich hab das verwechselt. Oh. So, wo sind denn die hier? So. Haben die nicht immer für Ballen wegbringen sogar nur 300 oder 500? 500 dachte ich, ja. 500, ja. Siehst du, da habe ich jetzt sogar einen guten Preis für die Ex. Ich habe 700, habe ich mit dem verabredet. Die haben zwar keinen Preis gesagt, aber. Ey. 500. Klopf, klopf. Ey. Hallo? Ja. Ey, was ist denn los? Oben der Drescher steht schon wieder. Ja, dauerhaft achten kann ich da auch nicht drauf. Ja, sie schneiden hier keine Äste weg und machen da oben nichts am Drescher. Dann brauche ich sie eigentlich nicht bezahlen. Und die Bäume sind auch noch nicht gefällt, die ich gerade in Auftrag gegeben hatte. Was soll denn das Bäume? Gar keine Bäume wurden in Auftrag gegeben. Also ich habe doch von nichts mitbekommen. Lesen Sie mal im Textchat. In-game. Bitte wohl. Die Bäume noch fällen. So, ich hab da einen Ästen gelesen. Also, bis später. Bis gleich. So. Hey. Muss ich wieder eine Preisverhandlung führen hier. Die wird denen nicht gefallen. Hm. Ja, hast du denn eigentlich gerade gehört, was ich noch gesagt habe? Nee, ich glaube nicht. Ich bin der zu Depp, sehr. Der macht seine Arbeit total gut. Der Depp. Ja, der macht ist seine Arbeit bei mir echt gut. Da habe ich gefragt, wie macht denn der Selden hier die Arbeit? Der war auch letzte Woche im Livestream abends mit dabei und hat einfach so ein bisschen mitgeholfen. Ja, ja. Ach, bei dir auf dem Ding, gell? Auf der Map? Ja, auf der Hofgut. Ja. Die ist eigentlich ganz schön. Ja, die ist riesig. Die ist echt groß. Oh. So, gut, dann habe ich hier gleich alle Bäumchen weg. So schnell. Ah, der kommt da. Okay.
gut. Wirklich, also die Arbeiten hier, die sind heute mal wieder katastrophal ausgeführt. An jedem Baum muss ich selber rumschnipseln. Warum geht es jetzt nicht? Gut, aber dann müssen wir gleich mal wieder hoch. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Echt schon? Ja. Krass. So, Moment, ich hole gerade noch den einen, dann hast du auch noch ein bisschen Zeit. Ich mache sowieso gerade eigentlich nichts. Das sieht bei mir anders aus, bei mir ist Vollbeschäftigung. Zumindest ein Helfer ist beschäftigt, ein LU ist beschäftigt. Läuft. Ups. Gut. Dann gehen wir mal hoch. Klopf, klopf. Ja. Bitte die Abrechnung. Also bei mir, ich hab ja schon bezahlt. Du hast schon? Ja, ich hab grad eben schon bezahlt. Dann, was bekommt das LO von mir? Genau. Zweimal abtanken. Drei, ich hab jetzt vier Bäume so gesehen bearbeitet und darunter eingeschnitten. Okay, soll ich dann selber einen Preis festlegen? Ja, wäre nett. Können sie den einen Baum da anhängen? Welchen meinst du? Den, wo sie gerade stehen. Den kleinen. Ah, okay, ja. Da und jetzt. Ja, okay. Gut, dann kriegen sie von mir einfach 5 Uni. Ach komm, 1000. Wird schon passen. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da oder alles. Und schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge von der Challenge auf dem Zweistandhof. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.